Zeit ist relativ, heißt es immer, wenn man in der Arbeit sitzt. Allerdings gibt es viele Berufsgruppen, die sagen, 40 Stunden sind schlicht und ergreifend zu viel. Jetzt ist wieder eine neue Debatte ausgebrochen. Sind 32 Wochenstunden für die Bevölkerung in Österreich ausreichend? Naja, natürlich gibt es die romantische Vorstellung, dass selbst 32 Stunden Arbeit zu viel sind. Und natürlich könnte man auch nur 20 Stunden arbeiten und am besten nur 10 Stunden und vielleicht auch 0 Stunden, weil wir leben ja nicht für die Arbeit, sondern die Arbeit soll ja uns dienen. Also solche romantischen Gedanken haben ja viele Menschen. Nur es ist immer die Frage, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und eine Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft, funktioniert nur mit einer gesunden Wirtschaft. Das ist logisch. So, und jetzt haben wir aber in Österreich jene Situation, dass wir mittlerweile einen Wirtschaftsrückgang laut WIFO von voriger Woche verzeichnen. Das heißt, wir schlittern in eine sogenannte Winterrezession. Das heißt, wir produzieren Arbeitslose. Das heißt, wir produzieren soziales Elend. Das heißt, mit der Inflation lassen wir Menschen in der Armut. Und gerade in dieser Zeit auf die Idee zu kommen, eine 32-Stunden-Debatte zu führen, ja, das ist dann schon ziemlich dumm, um nicht zu sagen dämlich. Denn was hat denn die Arbeitswelt derzeit für Probleme? Wir haben derzeit das Problem, dass in vielen Betrieben in Österreich, in Europa, auf der gesamten Welt die sogenannte KI, die künstliche Intelligenz, Arbeitsplätze ersetzt. Und gerade in diesem Verdrängungswettbewerb, wo wir uns als Individuum, Mensch, der Konkurrenz der künstlichen Intelligenz gegenübergestellt gesehen und damit noch mehr Arbeitslose produzieren, ist es ja in Wahrheit ein sozial- und arbeitsmarktpolitischer Wahnsinn, zu sagen, ja, dann arbeiten wir überhaupt nur mehr 32 Stunden oder überhaupt nur mehr 20 Stunden und die Wirtschaft, die ohne dies kracht wie eine Kaisersemmel, soll das bezahlen. So funktioniert es nicht. Im Übrigen halte ich auch von dieser Diskussion nichts, und da gebe ich vielen anderen Kommentatoren der letzten Tage recht, sich als Mensch über die Work-Life-Balance in irgendeiner Form zu definieren. Mhm. Ich sage Arbeit, vor allem auch Arbeit, die leidenschaftlich erbracht wird. Ich habe das große Glück, dass ich einen Beruf habe, der mir selbst gefällt. Logisch. Viele haben dieses Glück nicht und verweilen leider in Berufen, die für sie wirklich eine Arbeit sind. Aber Arbeit edelt in irgendeiner Form und Arbeit gibt auch unserem Leben einen Sinn. Und in weiterer Folge, der Lohn aus der Arbeit heraus gibt uns die ökonomische Freiheit. Wir haben derzeit ein ganz anderes Problem. Wir haben ein Problem, dass sehr viele Menschen in unserem Land 40, 50, 60 Stunden arbeiten und ein Gehalt kriegen, als würden sie nur 30 Stunden arbeiten, weil durch die Inflation der Lohn nichts mehr wert ist. Und da erwarte ich mir von der Sozialpolitik, von der Arbeitsmarktpolitik in Österreich, von der Regierung, aber auch von den Sozialdemokraten, dass sie einen Blick dorthin werfen, wo Menschen trotz Vollarbeit noch immer nicht genug Geld in der Tasche haben, um ihr Leben selbstständig zu bestreiten. Uns bricht gerade der ganze Mittelstand weg. Der Mittelstand ist aber jener leistungsbereite Mittelstand, nämlich die Leistungsträger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmer, die 40, 41, 45, 60, 50 Stunden in der Woche arbeiten und dennoch mit dem Geld nicht auskommen. Und diese Diskussion möchte ich führen, wie fertig ein Land wie Österreich, ein einstig stolzes Sozialland sein muss, dass wir seit einem Jahr lauter Armut produzieren, noch dazu, wo sehr viele Menschen in dem Land täglich ihrer Arbeit nachgehen. Wir haben immer stärker steigende Arbeitslosenzahlen, aber auch die Insolvenzanmeldungen. Alleine im Jahr 2023 sind schon besorgniserregend. Viele Unternehmer sagen, sie können unter derzeitigen Umständen gar nicht mehr weitermachen. Dadurch gibt es wieder mehr Arbeitslose. Wie kann man dem entgegenwirken? Naja, wir haben mehrere Probleme. Das erste Problem war durchwegs Corona. Und durch Corona wurden sehr viele Betriebe in unserem Land geschwächt. Dazu haben wir noch sehr viele geschwächte Betriebe, die schon vor Corona, vor 2020 geschwächt wurden, durch die Corona-Hilfen über 3 Jahre darüber gerettet, sogenannte Zombie-Unternehmen, in Wahrheit lebende Untote, die schon 2020 in die Insolvenz schlittern hätten sollen, nicht sollen, sondern leider hätte es passieren, und die dann durch das Geld der Regierung, nämlich durch unser Geld in weiterer Folge, durch das sogenannte Steuergeld über 3 Jahre lang über Wasser gehalten wurden. Das ist einmal das erste Problem. Also das erste Problem ist ein hausgemachtes Problem. Wir haben Zombie-Unternehmen produziert. Das zweite Problem, wir haben über 3 Jahre unsere Wirtschaft geschädigt und in vielen Wirtschaftsbereichen stehen die Förderungen lang nicht in dem Bereich, wo es einen Umsatz und einen Verdienstentgang gegeben hat. Weil was ist passiert? Man hat vielleicht 20-30% des Umsatzes refundiert und davon haben aber die Leute die Hälfte wieder Einkommensteuer zahlen müssen. Das heißt, das ganze Corona-Hilfe
Hilfspaket war ein Einkommensteuerfinanzierungsmodell der eigenen Bundesregierung. Der dritte Punkt ist, wir haben es tatsächlich zustande gebracht, dass wir sehr viele Menschen aus ihren angestammten Berufen durch Corona vertrieben haben. Das beste Beispiel, die Gastronomie. Da hat dann jeder gesagt, ja, die Gasthäuser haben eh 2 Jahre zu, lasst euch halt umschulen. So, dann hat man die Mitarbeiter der Gastronomie, der Hotellerie, des Tourismus, Tourismusland Nummer 1 Österreich, umgeschult. Wohin, weiß ich zwar nicht, aber sie sind weggeschult. Das ist das exzellente Ergebnis des AMS und einer vertrottelten Führung, die dort am Werk ist. Ja? So, und der dritte Punkt ist, und das ist der schlagende Punkt, ist, dass durch die Ukraine-Krise, nämlich durch die Sanktionen der Europäischen Union, durch die Verwerfungen der gesamten Wirtschaft und der Märkte mittlerweile die Infrastrukturkosten in Österreich so hoch sind, dass sich Betriebe den Strom nicht mehr leisten können, dass sich Betriebe die Herstellungs- und Produktionskosten nicht mehr leisten können und jetzt 2 Dinge machen können. Entweder sie schlagen die ganzen Kosten auf den Konsumenten um, dann gehen sie pleite, weil dann kauft keiner mehr ihr Produkt. Oder sie schlagen es nicht um, dann gehen sie heute ein bisschen später pleite, weil irgendwann werden die Kosten schlagen und sie müssen auch ihre Zulieferbetriebe auch zahlen. Und in dem Problem befinden wir uns. Warum? Weil die österreichische Bundesregierung die Infrastrukturkosten in Österreich nicht gedeckelt haben. Und die waren von Anfang an der Strom, die Energie, das Gas, das Erdöl, das Heizöl, die Lebensmittelpreise etc. Wenn du heute mit einem Wirt sprichst, der dann dir erklärt, das Wiener Schnitzel kostet jetzt 26 Euro, dann erklärt er dir, warum es 26 Euro kostet und dann kannst du es als Konsument auch nachvollziehen, weil sich ja alles verdoppelt hat. Nur du findest keinen Kunden mehr, der 26 Euro für ein Wiener Schnitzel zahlt, weil der bleibt zu Hause und brotert sich das Kalbschnitzel oder das Schweinschnitzel selber aus und zahlt dafür 7 Euro. Sie sprechen gerade Zahlen an, gerade auch groß in der österreichischen Innenpolitik als Debatte soll Bargeld in der österreichischen Verfassung verankert werden. Gestern hat sich Bundeskanzler Karl Nehammer auch per Social Media einmal mehr zu Wort gemeldet und hier auch das Du-Wort benutzt. Jetzt darf ich Sie im Allgemeinen fragen, ist der Bedarf tatsächlich da, dass man das Bargeld in der österreichischen Verfassung verankert? Es ist einmal der Bedarf nicht da, dass ich mit dem österreichischen Kanzler per Du bin. Ich will es auch nicht sein. Ich bin aus meiner politischen Tätigkeit mit vielen per Du, logisch. Aber das ist so wie auf einer Alm. Alles über 1000 Meter ist jeder per Du. Jeder, der im Parlament sitzt, will in irgendeiner Form per Du sein. Also mit Karl Nehammer möchte ich nicht per Du sein. Das stelle ich einmal fest. Und zwar nicht, weil er der Bundeskanzler ist oder nicht der Bundeskanzler ist, sondern weil ich schlichtweg von ihm nichts halte. Aber okay. Aber der zweite Punkt ist folgender. Wir sehen, dass die Freiheitliche Partei die letzten 2, 3 Jahre immer darauf hingewiesen hat, dass seitens der Europäischen Union es Pläne gibt, das Bargeld in Wahrheit de facto abzuschaffen und durch den digitalen Euro zu ersetzen. Das heißt, zur besseren Überwachung der gesamten Population Europas, was sie einnehmen, was sie ausgeben, an wen sie etwas überweisen, was sie kaufen, wie ihr Konsum ist, alles auf digital umzustellen. Und da haben sich Parteien auf europäischer Ebene aus Frankreich, aus Österreich, aus Deutschland immer dagegen zur Wehr gesetzt und gesagt, nein, das Bargeld ist ein Bestandteil der ökonomischen Freiheit. Und auch, es ist unsere Entscheidungsfreiheit und es geht im Übrigen niemandem etwas an, was ich mit meinem Geld, das mit 50% Einkommensteuer versteuert ist, mit 20% Umsatz versteuert ist und mit der Höchstbemessungsgrundlage der Sozialversicherungsbeiträge auch noch belastet ist, also was ich mit den Brotkrümeln dann am Ende noch mache, nachdem ich diesem Staat 60% oder 70% abgedrückt habe, dafür, dass ich mehr als 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Das heißt, es geht niemandem etwas an, was ich mit meinem Geld mache. Aber wir sehen nun in Österreich die Debatte, dass der der steirische Landeshauptmann, der Sympathieträger Nummer 1 vom Dachstein, Christopher Drechsler, sagt, nein, er will das Bargeld nicht in der Verfassung haben. Also siehst du, jene, die uns vor 30 Jahren erklärt haben, der Schilling wird Bestand haben, heute haben wir den Euro im Übrigen, sind jene, die sagen, aber das braucht man alles nicht in der Verfassung. Jetzt habe ich mir mal die Verfassung angeschaut, was da so alles in der Verfassung drinnen ist. Also da ist die Wiener Taxifahrerverordnung drinnen, nur damit wir mal wissen. Da sind die Bildungsdirektoren drinnen als Funktion in der Verfassung. Da sind Landesamtsdirektoren in der Verfassung drinnen. Da sind verwackelte Bezirksräte, Bezirksvorsteher. Jede Funktion in dem Land findet sich in der Verfassung. Aber die ökonomische Freiheit des Menschen, nämlich das Bargeld, das darf nicht in der Verfassung sein, weil dann ist es überbordend. Und wenn ich daher solche Typen wie den Herrn Drechsler und Co. höre und dann mit den Äußerungen vergleiche von Frau von der Leyen und von den ganzen Wirtschaftskommissaren und von dem Herrn Hahn und wie die Gespenst alle hasen, dann sage ich, es ist an der Zeit, das Bargeld in die Verfassung zu schreiben. Und zwar warum? Weil immer mehr in dem Land Zukunftsvergessene hergehen, auch Betriebe, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, die sagen, wir nehmen kein Bargeld mehr an. Wir haben zum Beispiel in Graz eine Bäckereidynastie, die begonnen hat, vor 2 Jahren in ihren Betrieben
kein Bargeld mehr anzunehmen, sondern nur mehr Kredit- und Bankomatkarten. Ich meine, die sind mit dem Projekt eh krachend gescheitert, weil in so einem BKG nicht mehr. Ja, das ist vorbei. Aber wenn solche Tendenzen sind, den Menschen voll zu überwachen, ihm seine ökonomische Freiheit zu geben, dann sage ich ja, rein in die Verfassung. Und dann ist jeder auch ein Verfassungsbrecher, der sich gegen das Bargeld stellt. Die Frage aber auch, bekommen Menschen, kommen sie überhaupt noch an Bargeld? In vielen Gemeinden findet man weit und breit eben keine Möglichkeit mehr, bei einem Bankomaten Geld abzuheben. Gehört da etwas verändert? Naja, logisch. Da würde ich einmal die Banken bitten in Österreich, ihr Bankomatnetzwerk auszubauen. Es liegt nicht im Aufgabenbereich, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Diese Debatte, wo sind die Bankomaten, ist eine abstrakte Debatte. Es ist die Aufgabe der Banken, für die Bargeldinfrastruktur in Kleingemeinden im regionalen Raum zu sorgen. Mhm. Aber dass ausgerechnet die Österreichische Volkspartei, also die Österreichische Wirtschafts- und Bankenpartei, die immer den regionalen Raum in den Mittelpunkt stellt, sich darüber beklagt, dass der regionale Raum die letzten 20 Jahre ausgehöhlt worden ist, weil Bankfilialen geschlossen haben, weil Postfilialen geschlossen haben, weil Polizeistationen geschlossen haben, weil niedergelassene Ärzte ihre Ordinationen geschlossen haben, in dem regionalen Raum, den die ÖVP immer fördern wollte. Und dass ausgerechnet der Triebtäter von einst nun der Biedermann ist, also der Brandstifter zum Biedermann, und wir sagen, nein, wir haben jetzt dafür einsetzen, dass überall ein Bankomat ist, das ist lächerlich. Denn jeder, der die letzten 20 Jahre die österreichische Innenpolitik verfolgt hat, weiß, dass Rot und Schwarz gleichermaßen dafür verantwortlich sind, dass der regionale Raum, der ländliche Raum, wie man ihn so schön nennt, ausgeräuchert wurde. So, ich bin auch für Bankomatinfrastruktur, aber ich bin auch für Polizeiinfrastruktur, ich bin für Postinfrastruktur, ich bin für Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum. Vielleicht könnten wir uns alle in dem Land darauf besinnen, dass am Land vieles besser läuft als in den Städten, Stichwort Einzelfall, Stichwort Problembezirke, und da wird es daher das Land mehr fördern als die Städte, die ohne dies nur mehr die Wohlstandsverwahrlosung hervorbringen.